Let authenticity make the noise. Herzlich willkommen zu dieser geführten Meditation, zu diesem geführten Release, der dabei helfen soll, mit bestehenden Schamthemen zu arbeiten und diese nach und nach zu erlösen. Wenn du mein letztes Video noch nicht gesehen hast, wo ich tief und ausführlich die Thematiken Scham, Selbstwert und Macht beleuchte und somit für dich eine sehr gute Ausgangsposition, eine sehr gute Grundlage schaffe, um das meiste in dieser Erfahrung hier mitnehmen zu können, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dies zu tun, einfach um gut vorbereitet zu sein, einfach um genau zu wissen, wonach du Ausschau halten solltest und bereits mögliche relevante Triggerpunkte im Vorfeld reflektiert zu haben und zu kennen. Gleichzeitig sei gesagt, dass es keine absolute Notwendigkeit ist, dieses Video, und zwar genau dieses Video, was du hier auf dem Desktop gestreamt siehst, gesehen haben zu müssen. Aber es sei auf jeden Fall als eine unterstützende und vorbereitende Ressource hier erwähnt. In dem Sinne möchte ich dich nicht weiter auf die Folter spannen, wünsche dir viel Spaß, vor allem aber auch tiefe Erkenntnis und nachhaltige Transformation. Wichtig ist, damit du für dich das meiste rausholen kannst. Erstens, frag dich mal, was ist deine tiefste Sehnsucht? Warum bist du eigentlich hier? Das können für manche, ich will frei sein, ich will Liebe erfahren, ich will mein Potenzial entfalten, ich will frei von Leiden sein, ich will tiefen Frieden erfahren. Was ist wirklich deine allertiefste Sehnsucht? Und zwar im Leben. Ja? So, damit wirst du nicht verbinden, weil das ist dein Treibstoff. Die Antwort auf diese Frage. What is your deepest yearning? Deine tiefste Sehnsucht. Und wenn du das für dich rausgefunden hast, dann musst du nicht technisch alles wichtig wissen. Du musst nicht alles verstehen, weil das dein Warum, wie man so kitschig sagt, oder dieser Urinstinkt nach Hause zu kommen, deine tiefste authentische Wahrheit, findet den Weg. Findet den Weg. Und wenn du mit der Einstellung in jede Meditation gehst, in jeden Release gehst, in jede Interaktion gehst, all deine Ziele verfolgst, du bist immer so on the edge. Weil du bist immer motiviert, du bist immer verbunden mit deinem deepest desire, sozusagen. Ja? Und das ist schon, was ist deine tiefste Sehnsucht im Leben? Das ist eine erste Frage, die, wenn Bastian gleich aufs Klo geht, kann sich jeder diese Frage beantworten. Ja? So. Zweitens, wenn sich ein Portal öffnet, Hingabe, was meine ich damit? Die Meditation wird so, genau wie der ganze Vortrag designt sein, dass so viel dabei ist. Und manche Triggerpunkte sind für dich, manche gar nicht. Wichtig ist nicht, du musst durch alles durch, was ich im geführten Release gleich erzähle, sondern wenn du an irgendeinem Punkt bist, wo du beginnst zu fühlen und Kontakt mit was zu sein, lass los, fühle. Ja, surrender von dem Punkt. Hör auf, den Chirurgen dann zu spielen, sondern lass Bewusstsein selbst das Fühlen, das Prozessieren für dich erledigen. Es muss nicht perfekt sein. Geh durchs Portal durch. Ja, warte, ist es auch, wenn man manchmal ein Buch liest und die Seite hat was in dir angeschwungen. Ja, wie merkst du, eine Seite hat begonnen zu schwingen wie an der Gitarre. Und dann gehst du auf die nächste Seite, weil deine Gewohnheit ist, ist produktiv, wenn ich viel lese. Nein! So, wenn was begonnen hat zu schwingen oder du liest eine Poesie oder irgendwas, leg das Buch runter, fühle, lass dich auf eine Reise nehmen, dass was begonnen hat zu klingen. Hier ist es ähnlich. Ja, sobald etwas beginnt zu schwingen in dir, geh in deinen Prozess, du musst mir gar nicht mehr viel zuhören. Ja, lass dich leiten hier und da, wo es dann für dich passend ist, aber vertraue deiner Intuition. Die ist der Meister. Vertraue deiner Intuition. Du brauchst niemanden. Ja? Du brauchst keinen Guru. Ich bin hier, um dir blinde Flecken aufzuzeigen, um dich zu führen, aber nur an das Punkt, wo du in dein eigenes Portal, in deine eigene Intuition springst, dann geh damit. Ja? So ermächtigst du dich. So kommst du in deine Realität. Ja? Und versuchst es nicht wieder richtig zu machen, weil das wäre komplett die Fehlanwendung von allem, was wir bis jetzt gesprochen haben. Ja? So, ich bin hier, um dich zu ermächtigen. Nicht damit du alles so machst, wie ich mir das vorstelle, weil das ist alles nur das ist meine subjektive Brille, die ich dem Ganzen übergestülpt habe. Du bist der Ingenieur, der das Beste für sich rausholt und für dich in die Anwendung bringt. Und so machst du das. Und das empfehle ich dir in Bezug auf jedes Seminar, was du besuchst, jeden Lehrer, von dem du lernst, und jeden Therapeuten. Lass uns auf eine Reise gehen. Mach's dir ganz bequem, sodass du gar keine Acht auf deinen Körper geben musst. Schließ deine Augen und nimm einmal einen tiefen Atemzug durch die Nase, aus dem Mund aus. Und gib dem wirklich einen Sound, um auch deinen Kehlchakra zu öffnen. Und deinen Körper mit den Vibrationen
deine Sounds zu massieren. Durch die Nase. Durch den Mund aus. Beginn einmal anzukommen in deinem Körper. Beobachte, was passiert alles in mir. Welche Empfindungen sind wahrnehmbar? Tune dich ganz fein drauf ein. Beginne deinen Körper an deinen Zehenspitzen langsam abzutasten. Jede Empfindung zu begrüßen und willkommen zu heißen, ohne dir was anderes zu wünschen. Begegne Realität genauso auf Empfindungsbasis, wie sie gerade ist, wie du sie gerade erlebst. Es geht nicht darum, etwas zu verändern, etwas zu heilen, etwas zu reparieren. Es geht einzig und allein darum, dir so zu begegnen, wie du gerade bist, wie du gerade erfährst. Und wander weiter nach oben mit deinem Bewusstsein. Spür deine Fußsohlen, deine Knöchel, deine Waden und Schienbeine. Beobachte, wo hast du feine, angenehme Empfindungen, wo hast du grobe, vielleicht unangenehme, hast du vielleicht taube Stellen. Heiße alles willkommen mit vollem Gleichmut. Und wander weiter nach oben und spür deine Schienbeine. Spür deine Oberschenkel. Spür dein Becken, dein Hüftbereich, dein Genitalbereich. Atme einmal in dein Wurzelchakra, in dein Unterleib, durch die Nase ein. Durch den Mund wieder aus. Drück dich hier aus. Nicht, dass du was forcierst, lässt es einfach geschehen. Lässt einfach los, ist ganz mühelos. Wir müssen uns nicht bemühen, wir müssen uns hier nicht anstrengen, wir müssen hier nichts leisten. Wir lassen einfach geschehen. Und durch die Nase. Und durch den Mund. Wundervoll, mein Freund. Und spür einmal das Gewicht deines Körpers auf diesem Untergrund, entweder wenn du gerade sitzt, auf deinem Stuhl, oder wenn du liegst, auf dem Boden der Matte, dem Bett unter dir. Spür die Erdanziehungskraft, Mutter Erde, wie sie dich hier hält, zuverlässig, immer hier gehalten hat, zuverlässig. Und lass dich noch tiefer darauf ein, gerade einfach im Schoß von Mutter Erde zu liegen, die sich immer um dich kümmert, immer um dich sorgt, dich immer fest im Auge hat, dich immer sieht, als das kostbare Wesen, was du bist. Spür dein Gewicht. Wander weiter nach oben und spür deinen unteren Rücken, so wie deinen unteren Bauch. Spür deinen oberen Rücken. Spür deinen oberen Bauch, dein Solarplexus. Und deine Brustpartie. Wundervoll. Spür deine Schultern. Und wenn immer du Spannung bemerkst, werd dir dessen einfach gewahr und mach einen kurzen Atemzug. Lass einfach so gut du kannst los. Also entspannt wie möglich. Wenn sich Spannung nicht lösen lässt, ist auch vollkommen okay. Sei ganz leicht. Sei fast schon wie Wackelpudding. Ganz schlaff, ganz in dich einsackend, tief sinkend. Tief sinken in tiefe Erdung, tiefe Ankerung, tiefe Wurzelung. So sicher, so gehalten. So sicher, so gehalten. Spür deine Arme und Oberarme.
deine Unterarme, deine Hände, jeden einzelnen deiner Finger und wander zurück, spür deinen Nacken, deinen Halsbereich, spür deinen Kiefer und löse mögliche Anspannung in deinem Kiefer, lass es einfach hängen, lass es einfach baumeln. Wander weiter rum, spür dein ganzes Gesicht, deine Augen, deine Stirn, deine Ohren, deinen seitlichen Kopf, deinen hinteren Kopf und deinen oberen Kopf. Wundervoll. Und spür deinen Körper in Gänze. Scan deinen Körper in Gänze ab, von oben nach unten. Von unten nach oben und so, wie du möchtest. Du bist frei. Lass das Scannen passieren, so wie es passieren möchte. Welche Stelle zieht dich besonders an? Welche Stelle sucht nach deiner Aufmerksamkeit? Was möchte besonders gefühlt werden? Verweile dafür einen Moment. Komm tief in den Körper an. Lass sämtliche Erwartungen an diesen Prozess einfach los. Vertrau darauf, dass alles, was du erfährst, so wie du es erfährst, jetzt gerade absolut perfekt für dich ist. Es gibt hier nichts zu erreichen, nichts zu leisten. Es gibt keinen guten oder schlechten Release. Es gibt nur die simple Begegnung der Realität, so wie sie gerade erscheint. Voller Neugier, voller Offenheit, wie ein Kind, wie ein Kind. Lebe jede Sinneserfahrung, jede Empfindung wie ein Kind und verbinde dich mit deinem inneren Kind. Neugier, Staunen, Präsenz. Da du gut verbunden bist mit deinem Körper, führen wir dich nach und nach an Dinge, die vielleicht angeschaut werden möchten. Noch hier, mach es nicht zu einer intellektuellen Disziplin. Versuch nichts herauszufinden. Versuch deinen Kopf nicht zu sehr zu benutzen. Schau eher, was resoniert in deinem Körper, was kommt mühelos nach oben. Wenn du dich fragst, wo in deinem Leben, wo in meinem Leben fühle ich mich rein? Lass diese Frage sinken. Vielleicht von Empfindungen, vielleicht Erinnerungen oder Bilder. Vielleicht auch gar nichts. Wo fühle ich mich? Nein, wenn du was fühlst, richte deine Aufmerksamkeit darauf und fühle die Empfindung Kleinseins. Ohne was mit dir zu machen, fühle sie. Wo fühlst du dich machtlos? Wo fühle ich mich machtlos oder unterlegen? Vielleicht sogar dominiert? Wo fühle ich mich machtlos oder unterlegen? Dominiert? Wie eingangs in der Meditation gesagt, schau, was ist dein Portal, was ist dein Resonanzpunkt? Nicht jede Frage wird das in dir auslösen. Ist okay. Wo fühle ich mich schwach? Wo fühle ich mich schwach? Oder wertlos? Wann fühle ich mich schwach? Oder wertlos? Wie fühlt sich das in meinem Körper an? Ich das erste Mal gefühlt? Aus welchen Situationen kenne ich das? Und was habe ich
heimlich Angst würde passieren, wenn ich vollkommen in meiner Größe und in meiner Kraft wäre. Weshalb hege ich das heimlichste Bedürfnis, das ich vor mir selbst und anderen versteckt halte, mich klein zu machen, mich unsichtbar zu machen, mich schwach zu machen und mich dann vielleicht sogar damit zu identifizieren und zu glauben, das ist die Realität, das ist die Wahrheit über mich. Meine wahre Größe und Kraft völlig in Vergessenheit geraten lassen. Dann habe ich begonnen, mir diese Lüge zu erzählen. Was hat mich verletzt? Wovor hatte ich Angst? Was ist noch nicht prozessiert? Was ist noch nicht vollkommen gefühlt? Wovor wurde ich vielleicht beschämt? Abgelehnt? In Bezug auf welche Aspekte wurde mir gesagt, die sind merkwürdig, die sind weird, die sind falsch, die sind eigenartig, die sollten nicht sein. Wann habe ich so eine tiefe, fundamentale Zurückweisung eines Teils von mir erlebt? Und wie hat sich das angefühlt? Habe ich mich jemals in meinem Leben hingesetzt und diesen Schmerz bewusst zugelassen, ihn bewusst erlebt? Oder habe ich ihn runtergeschluckt, verdrängt, unterdrückt, mich von ihm abgelenkt, bin davongelaufen? Und wann treffe ich für mich die Entscheidung, jetzt endlich diesen Schmerz, diesen Emotionen, diesen Empfindungen zu begegnen? Einfach nur da zu sein, einfach nur zu fühlen, ohne etwas mit ihnen zu machen, ohne Verlangen nach Besserung, eine Abneigung gegen sie. Dann schenke ich ihnen wirklich vollkommene, urteilsfreie, wertfreie, bedingungslos liebende Präsenz und nimm sie als das an, was sie wirklich sind. Unschuldige Empfindungen, die mich in keiner Art und Weise definieren oder limitieren. So wie jede Empfindung steigt sie auf und vergeht völlig von alleine, solange ich ihr keinen Widerstand leiste, solange ich ihre Existenz als perfekt und richtig validiere und anerkenne. Schau einmal tief in dich rein, welchen Teil an dir lehnst du in Wahrheit ab, wenn du einmal komplett ehrlich zu dir bist. Welchen Teil findest du vielleicht hässlich, nicht liebenswert? Welchen Teil, wenn du könntest, sei ehrlich, würdest du am liebsten von dir abschneiden, ihn rausoperieren, notfalls mit brutaler Gewalt? Und wie lange gehst du schon mit dieser Einstellung mit dir um und tust dir dabei immer weiter weh, fügst dir dabei immer weiter Schmerzen zu? Wann hat das ein Ende? Du kannst hier und jetzt die Entscheidung zu treffen, dem ein Ende zu setzen, indem du eine völlig neue Einstellung an den Tag legst. Und das ist die Einstellung vollen, radikalen, bedingungslosen Fühlens. Einfach nur
beobachten, was ist. Und bleib weiter. Vielleicht bist du schon im Prozess. Lass dich führen. Spiel nicht den Chirurg. Du musst nichts kontrollieren. Sei mit Empfindungen. Vertraue der Intelligenz deines Systems, die immer nach Ganzheit strebt, dass sie dich nach Hause führt. Gib dich hin. Gib Kontrolle ab. Überlass dich. Lass los. Das ist eine Reise des Loslassens. Und wir schauen weiter. Wo erlebst du vielleicht in deinem Leben hohen Erwartungsdruck? Von anderen Menschen, von deinen Eltern, deinen Freunden, deinem Beruf, in der Universität, von dir selbst? Vielleicht erwartest du von dir, jemand ganz Großes zu sein, einem Ideal zu entsprechen, jemand anders zu sein, als du bist. Wo spürst du viel Perfektionismus? Den Druck und die Erwartung, fehlerfrei zu sein, alles perfekt und fehlerfrei machen zu müssen. Wo wurdest du für Fehler bestraft, beschämt, kritisiert? Wann wurden deine Entscheidungen und spontanen Impulse einfach überritten? Beobachte, was kommt dabei hoch? Was nimmst du wahr? Spürst du Trauer für dich? Spürst du Wut auf die Täter? Wenn ja, ist es völlig in Ordnung, erlaub das. Lass alles zu, lass alles los. Gefühle loslassen heißt nicht, sie loszuwerden. Du lässt sie los auf dein System. Wie ein Hund, der sofort an der Leine war, lässt ihn von alleine, du lässt sie los, du lässt sie in Erscheinung treten, gibst ihnen Raum. Lässt dich von ihnen einnehmen. Und fühlst. Wo wurdest du vielleicht Mobbing-Erfahrungen ausgesetzt? Und wann? Wie hat sich das angefühlt? Vielleicht akademischer Druck, der dich belastet oder belastet hat. Dich enorm Stress ausgesetzt hat, Ängsten. Gefühl, ich muss das schaffen, ich muss diese Leistung erbringen, diese Note. Nur dann bin ich gut genug. Und daneben setzt du den Maßstab, ich muss diesen Erfolg erreichen, nur dann bin ich liebenswert, nur dann bin ich gut genug, nur dann habe ich einen Wert. Aus diesem Ideal entsprechen, so aussehen, das erreichen, diesen Skill oder diese Fertigkeit haben. Und nicht, dass irgendwas falsch wäre mit all diesen Dingen. Die Frage ist, wo definieren sie deinen Wert, den du fühlst als Mensch, in deiner menschlichen Erfahrung? Wo hast du das Gefühl, dass diese Erfahrung momentan etwas fehlen würde, dass man sie verbessern könnte, indem er etwas zuaddiert? In dir spürst du das Gefühl von Mangel, dass fundamental etwas fehlt, fundamental etwas nicht in Ordnung ist, so wie es ist. Fühle dieses mögliche Gefühl, Fehlerhaftigkeit von Mangel. Auch wenn du das noch nie getan hast, dir noch nie Zeit auf diese Art und Weise für dich genommen hast. So beginnen wir uns selbst zu lieben, indem wir bewusst hinschauen und nicht mehr von uns weglaufen. Wo hast du vielleicht Konflikte deiner Eltern bezeugt? Vielleicht gab es viel Streit und Chaos zu Hause in deiner Familie. Wo hast du das Gefühl gehabt, vielleicht das ist meine Schuld? Oder du musstest in die Rolle des Streitschlichters, dadurch sehr früh sehr viel auf Verantwortung übernommen. Deine Eltern nicht als Eltern erlebt, sondern als Kinder, auf die du aufpassen musst. Und was macht das mit dir? Macht dich das wütend?
Hat dich das traurig? Hat dich das belastet? Wie lange trägst du dieses Gewicht schon mit dir rum und wo in deinem Körper spürst du dieses Gewicht? Vielleicht auf deinen Schultern lagernd? Spür den Schmerz dieses Gewichts und dass das eigentlich gar nicht deins ist. Wo hast du emotionale Vernachlässigung erfahren? Du hättest emotionale Unterstützung gebraucht. Jemanden, der dich sieht, deine Bedürfnisse wahrnimmt, auf diese eingeht. Aber es war wie, als ist da niemand. Und meine Bedürfnisse werden devalidiert, als nicht wichtig wahrgenommen. Und wo hast du vielleicht gelernt, wann, dass deine Bedürfnisse gar keinen Wert haben? Haben sie dadurch weggeschoben, verdrängt, auch abgelehnt? Wann hast du vielleicht physischen oder verbalen Missbrauch ausgesetzt? Wie hat sich das angefühlt? Vielleicht wie ein Schock? Mit Angst verbunden? Vielleicht kannst du immer noch spüren, wie dein Nervensystem in einer gewissen latenten Unruhe ist. Wie es wie diese Wunde in Bezug auf dein Urvertrauen gezeigt hat. Wo spürst du diese Unsicherheit? Fühlt es sich sicher für dich an, in einem Körper zu sein? Oder versuchst du, aus dem Körper zu fliehen, indem du dissoziierst, in die Gedanken gehst? Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du wieder vollkommen nach Hause kommst, in deinen Körper, in deine Menschlichkeit, in deine Verletzlichkeit und dich allem stellst, auch wenn es schmerzhaft war, wenn da Empfindungen von Angst und Unruhe sind? Achte dabei, dass du tief atmest. Tief in deinen Bauch. Tiefes Atmen heißt tiefes Halten, tiefes Verarbeiten, tiefes Erlauben. Lass dein Atem dein Anker sein, der dich hält und immer bei dir war seit Geburt an, dich niemals im Stich gelassen hat. Stetig an deiner Seite. Von wem hättest du dir mehr Anerkennung oder Bestätigung gewünscht? Vater, hat er dich gesehen für das, was du leistest? Hat dich wahrgenommen? Hat er sich wirklich emotional auf Augenhöhe mit dir auseinandergesetzt? Oder dich einfach nur mit Floskeln abgespeist von ganz gut? Oder nicht getadelt ist, gelobt genug? Hast du das Gefühl, er war wirklich präsent? Oder war er mit Arbeit beschäftigt? Gestresst, wenn er von der Arbeit kommt, sich mit seiner Frau gezankt oder gestritten. Wo hattest du dir so sehr gewünscht, dass er dir wirklich begegnet und sieht, wie, was für ein kostbares, wundervolles Wesen du bist? Wo ist der Teil in dir, der sich so sehr danach sehnt, einfach von ihm gesagt zu bekommen: Hey, mein Sohn, ich weiß, es ist viel, es geht unter, aber ich will dir sagen, weißt du was? Ich liebe dich. Das ist so wundervoll, ich bin so stolz auf dich, dass du mein Kind bist. Wo ist diese tiefe Sehnsucht in dir? Vielleicht nach diesen Worten oder nach einer Umarmung oder einfach nur seiner Präsenz oder gemeinsamen Aktivitäten. Unternehmungen, sich wirklich für dich Zeit nimmt, wirklich für dich interessiert, dir zeigt, wie man sich Ängsten stellt, deine Kraft zu spüren und die Sehnsucht von ihm initiiert zu werden, an die Hand genommen zu werden.
Wenn er jetzt hier wäre, was würdest du ihm sagen? Was würde er zu dir sagen? Wie weit ist er entfernt von dir? Wie würde es sich anfühlen, einen Schritt auf ihn zuzumachen, wenn sich das überhaupt richtig anfühlen würde? Was sind da für Emotionen? Trauer? Wut? Vielleicht Freude? Zuneigung? Wie schaut er dich an? Was fühlt er? Welchen Blick hat er in seinen Augen? Welchen Schmerz trägt er vielleicht, wodurch er dich nicht so lieben konnte, wie du es verdient hättest? Tut es ihm leid? Sieht er es oder kann er es nicht sehen? Kann er dich einfach nicht sehen? Und wenn das der Fall ist, kannst dafür du dich umso mehr sehen. Was brauchst du hier? Was braucht diese Beziehung? Das möchte vielleicht ausgedrückt werden. Wofür verurteilst du dich? Oder wo bist du hart zu dir und richtest deine Wut gegen dich selbst? Als Reaktion auf Scham, auf das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Wie lange tust du dir schon auf diese Art und Weise selbst weh? Im inneren Jungen in dir immer wieder weh. Kannst du ihn sehen? Kannst du seine Augen sehen? Wie alt ist er? Wie groß ist er? Wie stehst du in Beziehung zu ihm? Was braucht er von dir? Wo stehst du unter Druck, immer ein bestimmtes Bild aufrechtzuerhalten, eine Rolle zu erfüllen? Wo trägst du Maske? Bist nicht echt. Stellst dich, lebst für andere, stehst nicht zu dir. Hintergehst dich selbst so sehr, dass du die Bedürfnisse und Emotionen anderer fühlst, mehr fühlst als deine eigenen. Sei ehrlich zu dir und was macht das mit dir? Fühlt sich das an, ist dort Wut? Verletzung, Scham, okay, fühle das nächste Gefühl in der Reihe. Nächste Emotion, die nächste Empfindung, vollkommen. Vielleicht möchtest du deinem inneren Kind sagen, ich sehe dich. Seine Emotionen, seine Bedürfnisse validieren, anerkennen. Ich sehe dich, es tut mir leid, dass ich erst jetzt hier bin. Ich habe es vorher nicht gesehen, nicht gekonnt, nicht gewusst. Nicht gewusst wie. Das Selbstblind ist mir so sehr leid. Mein Kind, ich will dir sagen, liebe dich. Bitte vergib mir. Ich danke dir dafür, dass du einfach nur existierst und bist, was du bist, wie du bist. Das meine ich aus tiefstem Herzen. Und wenn du möchtest, leg hier deine Hand auf dein Herz und spür den Herzraum. Generiere diese wundervolle Liebe und schick sie dem Teil in deinem Körper, der gerade diese Liebe braucht, wo du gerade vielleicht grobe Empfindungen spürst, Kontraktionen, wo du dein inneres Kind wahrnimmst. Öffne das Herz und lass sanft Liebe nach unten wandern. Der Aspekt sich befindet in deinem Körper. Ich bin da für dich.
nur für dich. Jetzt siehst du auch, wenn du wie mit einem Röntgenblick deinen Körper abscannst, gewisse Stellen, gerade im Magen, Dünndarm, Solarplexus-Bereich, die dunkel sind, im Dickdarm, dunkle Stellen, ist irgendwas lauert da, irgendwas ist da versteckt. Irgendwas will, dass ich dort mit dem Licht meines Bewusstseins komme und hinschaue, ihm begegne. Wende dich nach diesen dunklen Stellen zu und fühle. Fühle, fühle, fühle mit vollem Gleichmut, ohne Verlangen nach was anderem, ohne Wunsch nach was anderem, ohne Abneigung gegen das, was du erlebst. Schenk dir eine tiefe seelische Umarmung. Lass alles hochkommen, was dabei hochkommt. Es ist einfach menschlich. Wut hochkommt, ist das okay. Trauer hochkommt, ist das okay. Und Freude hochkommt, oder Sexualität, ist das okay. Auch wenn nichts hochkommt, ist das vollkommen okay. Da ist deine Erfahrung sehr grob, stagnierend, bewegungslos. Ist da viel Scham, viel Machtlosigkeit, Leere, Apathie, dunkle, grobe, verdichtete Stellen von Lebensenergie. Es ist okay, sei einfach nur da und atme und spür dich und hole dich genau da ab, wo du gerade bist. Es ist nur okay, mein Freund. Schauen, was ist mit deiner Mutter, wie ist deine Mutter mit dir umgegangen? Deine Mutter hat dich gesehen, dich geliebt, deine Bedürfnisse eingegangen. Das ist immer ein Teil, der verletzten Teil der Mutter helfen will, retten will, noch an ihr anhaftet. Angst hat, sich vor ihr zu lösen, den Trennungsschmerz zu vermeiden. Oder weil auf der anderen Seite kein männliches Vorbild sitzt und du vielleicht Männlichkeit abgelehnt hast. Vielleicht weil dein Vater missbräuchlich war, emotional unreif oder selbst schwach oder einfach abwesend. Wenn ich mich jetzt trenne, vielleicht würde ich ins Unbekannte gehen und da ist niemand. Wie fühlt es sich an, wenn du auf eine Reise gehst, wo niemand ist? Und da Gefühle, wo du dich vielleicht verloren fühlst, trennt von dieser Mutterliebe. Auch wenn du einem sehr jungen Teil begegnest, dann schau, ob du ihm diese Liebe schenken kannst, dir vorstellen kannst, dass auch wenn deine Mutter nicht die perfekte Mutter war, sein wundervolles, helles Licht da ist, kannst auch den Archetyp der großen Mutter, der Mutter einladen, die Mutter aller Mütter, diesem Kind all diese Liebe einfach zukommen lassen. Und es so weich, so Kind sein lassen, solange es das braucht. Kein Druck. Pure Liebe, pure Versorgung. Hol dich immer da ab. Wo du gerade bist. Vielleicht merkst du, okay, genug. Davon. Es ist Zeit, mich zu lösen. Zeit, meine Reise zu gehen, mich selbst im Leben zu stellen und eigene Beine zu stehen. Und dann spür den Schmerz, wie sich anfühlt, sich zu erheben. In die eigene Kraft zu gehen, diesen Schmerz aufzustehen. Ja, Ermächtigung tut weh.
weh sich zu trennen, loszulassen, alles hinter sich zu lassen und dann aufzustehen auf eigenen Beinen, zu atmen, seine Kraft zu spüren, es brennt, es tut weh. Kannst du auch dem gleichmütig begegnen? Jetzt bin ich einfach für ein paar Augenblicke ruhig und lass dich einfach weiter schwingen auf deine Reisen, geführt von deiner Intuition. Und fühle. Und fühle, solange bis die Empfindungen leichter werden. Daraus ein Ziel zu machen. Manchmal fühlen wir uns sehr allein auf dieser Reise, sehr isoliert, sehr unverstanden. Das wären wir wie Aliens. Niemand könnte uns nachvollziehen, sehen in unserer Ganzheit, immer nur Teile, aber niemals das Ganze. Aber spüren diesen Raum, diesen Container, in dem du dich befindest, mit anderen Menschen, die auf demselben Weg sind wie du, vielleicht mit ähnlichen Wunden. Wie wir alle hier gemeinsam zusammenkommen in dieser Verbindung und wie stark und heilsam diese Verbindung ist. Lass dich davon tragen, einer für alle, alle für einen. Ich weiß, es klingt kitschig, aber spür die Stärke jedes einzelnen Glieds dieser Kette. Dich da ist. Umarme die Teile, mit denen du dich eben beschäftigt hast, um sie zu inspirieren und einzuladen in ihrem Tempo, in ihrem Rhythmus. Rauszukommen in die Gemeinschaft, in Beziehungen. Mehr deiner Menschlichkeit, deiner Ganzheit zu leben, in die Welt zu tragen, auszudrücken, so wie du möchtest, genauso wie du bist. Und wenn du gerade merkst, dass an gewissen Stellen etwas in die Verdauung, in die Prozessierung gegangen bist, wunderbar, wenn nicht, ist das auch okay. Ich lade dich dazu ein, nochmal in diese Stellen reinzuatmen und wirklich das freigewordene Lebensenergiepotenzial zu expandieren. Und nochmal tief durch die Nase. Durch den Mund aus und lass es sich überall hin verteilen. Vielleicht ist da etwas mehr Frieden, Leichtigkeit, Licht. Vielleicht fühlt sich etwas weniger schwer an.
Und lass diese neue Lebensenergie erwachen, diesen Aspekt, den du nach Hause geholt hast. Lass ihn online kommen, lass ihn ankommen. Lass ihn erwachen. Vielleicht spürst du etwas mehr Lebendigkeit, vielleicht ist mehr Inspiration da, vielleicht hast du irgendeine Erkenntnis bekommen. Verbinde dich damit, lass es wirklich in die Zellen einsinken. Genieße. Vielleicht ist es gerade, vielleicht bist du noch im Prozess, vielleicht hat sich nicht viel getan, es ist vollkommen okay. Sei da, wo du bist. Vielleicht merkst du ja, etwas hat sich geschiftet. Genieße, zelebriere. Feier. Wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Gefühl, hier zu sein, zu existieren. Atme. Wie als würdest du neu auf die Welt kommen. Nach jeder Meditation, nach jedem Release, wie eine kleine Geburt. Das Meer von meiner Unschuld nach Hause geführt. Fantastische Arbeit. So wundervoll, dass du dir diese Zeit für dich nimmst. Damit so viel mehr dienen, so viel mehr geben kannst. Weißt, wie es sich anfühlt, dich selbst zu geben und empfangen. Und abschließend schick dir einfach noch mal wie Balsam für diese Wunde ganz viel liebevolle Güte. Spür dein Herz, du kannst deine Hand auf dein Herz legen und einfach bewusst Liebe, Wohlwollen, Sanftheit generieren und in dein Herz atmen. Ich spüre, wie es wärmer wird, weiter wird und einfach etwas davon du dieser Wunde schicken. Stell dir vor, wie du strahlst, wie du Menschen dir nahestehen, die du liebst, etwas von der Liebe in dir schickst. Den ganzen Planeten, was du in diese Liebe schickst. Mögen alle Wesen glücklich sein. Mögen alle Lebewesen frei von Scham sein, frei von Leiden und lernen, zu lieben. Verteil diese Liebe im ganzen Raum, in dem du sitzt. An gewisse Menschen, die dir in den Sinn kommen, schick ihnen liebevolle Güte, Wohlwollen.
Wunderbar, mein wertgeschätzter Freund. Dann stell dich langsam wieder darauf ein, von dieser Reise zurückzukehren. Nimm einen tiefen Atemzug. Verabschiede dich nochmal von den Aspekten, mit denen du in Kontakt warst. Vielleicht hat der Aspekt nochmal was für dich, wie ein, was er von dir braucht in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen. Was das du ihm versprechen sollst, dass das dir in der Integration hilfreich sein kann. Lausche nochmal in dich hinein. Wir geben bestimmte Einsicht, dass du erkannt hast, an das du dich immer wieder erinnern sollst. Und sag diesem Teil, ich komme wieder. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Kommst wieder, um dir noch tiefer zu begegnen. Weil du bist hier, weil du dich dazu committed hast, dich radikal zu entschämen. Koste es, was es wolle. Das ist, was du dir wert bist. Dein Preis ist zu hoch. Das ist dein Wert. Dein Wert, mit dem das Leben dich ausgestattet hat. Ein inhärenter Wert, den du mehr und mehr realisierst. Moment zu Moment. Langsam streck dich, dehn dich, massiere dich. Schau, was da braucht dein Körper, um wirklich wieder anzukommen. Bring auch, du hast viel gefühlt. Oh, manchmal ist es ein Schütteln, manchmal ist es Aufstehen, sich strecken, etwas Yoga machen. Oh. Was brauchst du, um Energie zu verteilen? Das ist Psychosomatik, richtig? Was brauchen wir, um Psyche in Soma zu übersetzen? Embodiment, Verkörperung. Oh, das ist ein Laut, den du gerade machen möchtest. Ja. Irgendeine Bewegung, willst du tanzen, brauchst du einen Schluck Wasser oder brauchst du einfach mehr Ruhe gerade und das erstmal langsam wieder aufstehen, langsam wieder akklimatisieren. Tune dich ein, was du brauchst. Genau, du brauchst eine Umarmung. Von dir selbst. Wundervoll, mein Freund.